Hallo und ganz herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr euch reingeklickt Auf habt. And here Teufel we komm. are mit 10 Produkten, die sich lohnen von Essence. Ich muss sagen, Essence ist in letzter Zeit auf meinem Kanal wirklich sehr, sehr kurz gekommen. Und ich finde auch, dass sie momentan sehr, sehr kurz in der Drogerie sind. Die Theke ist so groß, aber irgendwie nicht wirklich gefüllt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir in den Drogerien ist die Essenstheke wirklich leergefegt und ich habe mir den größten Teil tatsächlich online besorgt, den ich haben wollte. Super schade. Was ist da los? Vielleicht kann mir das irgendjemand erklären in den Kommentaren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Jedenfalls habe ich hier das erste Produkt und zwar der My Skin Perfector. Den gibt es schon sehr lange. Es kann sein, dass sie den neu aufgelegt haben. Und ich finde den so, so gut. Ich habe hier die Farbe 20 Nude Beige. Das ist ein vorpigmentierter Primer, der schon mal die leichten Rötungen eliminiert und das Hautbild verfeinert, bevor ihr überhaupt die Foundation drüber gebt. Also korrigiert gleichzeitig und hat so einen Blurring-Effekt. Das heißt also, die Poren werden auch verfeinert. Gebe ich nicht im kompletten Gesicht auf, sondern tatsächlich nur in der T-Zone oder auch hier in dem Bereich, wo ich Rötungen an der Nase oder geweitete Poren habe, um dort einfach schon mal zu perfektionieren. Und ein weiteres Produkt, was ihr auch von mir kennt, was ich heiß und innig liebe und euch nochmal empfehlen möchte, ist diese Foundation hier. Das ist die Essence Day All Day 16 Stunden Foundation, die für mich persönlich ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Online gibt es die sogar in einer riesengroßen Farbrange. Also falls ihr in der Drogerie selber noch nicht fündig geworden seid, dann checkt das unbedingt online mal aus, denn da ist noch mal eine weitere Farbbreite verfügbar. Ich nutze hier die Farbe 10 Soft Beige. Und die hat für mich persönlich ein so schönes Finish. Die Deckkraft ist etwas stärker. Wenn ihr weniger Produkt nehmt, dann könnt ihr das Ganze gut dosieren. Aber tendenziell hat sie schon eine höhere Deckkraft, mit der ihr vorsichtig sein sollte, damit das Ganze nicht maskenhaft wirkt. Gerade in Kombination auch mit dem Primer. Aber gut aufgetragen in der richtigen Dosierung ist das wirklich eine so perfekte Base, wie ein Puppengesicht schon fast. Also ich muss wirklich sagen, seit Jahren schon bin ich ein ganz, ganz großer Fan von diesem Produkt. Ebenso wie von dem Brighten Up Banana Powder, was ich super gerne nutze, um den Concealer zu unterstützen. Ich bake damit und helle damit sozusagen Zonen im Gesicht auf, die ich ein bisschen hervorgehoben haben möchte. Das ist so eine Art Contouring, nur eben in heller Variante, weil es einen super schönen Kontrast eben zu der Kontur bzw. dem Bronzer schafft und so Dimensionen halt auch ins Gesicht bringt. Das ist ja immer so das Thema mit Licht und Schatten arbeiten. Und das hier ist für mich persönlich mit das beste Brighten Up bzw. Banana Powder aus der Drogerie, was für meinen Hauttypen, also meine Hautfarbe, den schönsten Effekt schafft. Oft sind Banana Powder wirklich viel, viel zu gelb und dieser hier hat so eine warme Unternote, aber gleichzeitig auch so einen ultra krassen Effekt. Ich glaube, das Produkt sagt mehr als 1000 Worte. Ich nutze es wirklich fast täglich. Ein kleiner Tipp, den ich euch noch geben kann, wenn ihr so leichte Augenfältchen habt, nehmt nicht zu viel davon, eher weniger, aber das Produkt schafft ordentlich was. Dieses Puder nutze ich ja tatsächlich nur, um gewisse Zonen im Gesicht aufzuhellen. Das ist jetzt kein Puder, was ich im kompletten Gesicht verwende. Lediglich, wie eben schon gesagt, um Highlights zu schaffen. Aber die Foundation sette ich natürlich trotzdem, damit sie mir lange hält. Und dann nutze ich das 16 Stunden Cover and Last Puder, beziehungsweise das ist eine Powder Foundation, die ihr auch, wenn ihr wirklich wenig Deckkraft haben möchtet, raw tragen könnt. Das heißt also, die Liquid Foundation hier weglassen und nur die Puder Foundation aufgeben. Ich nutze so eine Powder Foundation super gerne, um die Creme Foundation zu setten und die Deckkraft nochmal zu unterstützen. Ihr müsst natürlich gucken, in welchem, ich habe es jetzt heute alles zusammengenommen, das ist natürlich sehr viel, weniger geht immer. Das wisst ihr. Und ich nutze die Produkte auch mit anderen Produkten in Kombination, um halt eben das Ergebnis zu perfektionieren. Das hier hat eine minimale, leichte Deckkraft, unterstützt eben die Foundation und mattiert und macht das Make-up eben auch länger haltbar. Also den Step des Puders lasse ich wirklich nie, nie aus. Aber es ist vollkommen egal, welches Puder. Aber dieses hier von Essence hat auch wieder ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und vor allem ein mega schönes Finish. Es gibt online eine ganz große Auswahl von diesen Blushes.
Das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe online, weil in der Drogerie ist es ziemlich ausgebombt und habe ich den tatsächlich noch nicht gesehen. Das ist die Farbe 07 Cool Coral und passt perfekt tatsächlich heute zu meinem Outfit. Ist ein metallischer Blush tatsächlich, der Glow mit reingibt, aber super natürlich dabei aussieht. Der hat ein richtig schönes Finish und auch den gibt es in diversen Farben. Unfassbar toll. Ich glaube, im Allgemeinen brauchen wir uns nicht über das Preis-Leistungs-Verhältnis von Essence unterhalten. Die Produkte sind sehr günstig und sind clean, nicht an Tieren getestet. Ich glaube, größtenteils sogar schon vegan. Also wirklich Chapeau, was die Marke leistet. Ich muss sagen, ich bin auch Essence-Fan seit meinen Teenie-Tagen, weil es einfach damals schon günstig war und gut. Und ich finde, mit den Jahren hat Essence sich einfach so krass verbessert. Gerade mit den Ansprüchen der Beauty-Industrie durch YouTube ist ja auch nochmal ganz viel passiert, ist aber auch bei der Marke, finde ich, viel passiert, trotz dass sie so günstig geblieben sind. Mega, mega cool. Jedenfalls habe ich hier zwei Mascaras, die bei mir sehr gut funktionieren, die ihr euch mal anschauen könntet. Ich sage es immer wieder, Mascara funktioniert nicht bei jedem gleich. Ich habe tatsächlich auch zwei unterschiedliche Wimpern derzeit. Irgendwie habe ich hier auf der linken Seite so ein leichtes Loch. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Bad Wimpern Day, wenn man so möchte. Jedenfalls habe ich die beiden heute mal aufgegeben. Das ist zum einen die Lash Princess Mascara. Hier die Sculpted Volume Variante. Kennt ihr auch von mir. Ist auch schon ein All-Time Favorite. Ich liebe diese geschwungenen Bürstchen. Die funktionieren bei mir tatsächlich sehr, sehr gut. Und diese Art Mascara, also diese Farbe, ist einfach der Shit. Sie fächert meine Wimpern toll auf und zieht sie gleichzeitig auch in die Länge und sorgt wirklich für einen schönen Wimpernaufschlag. Genauso wie die Lash Golds Mascara. Die ist aber wasserfest. Das heißt also, die hat so ein ähnliches Bürstchen, ist nochmal ein bisschen schmaler, aber auch leicht geschwungen. Mit der Bürste hat man auch wunderbar Kontrolle und kann eben schön die Wimpern in die Länge ziehen, tief schwarz einfärben. Thick and Wow Brow Fixing Gel. Ich glaube, das hieß früher Make Me Brow. Ist auch schon sehr, sehr lange in der Theke, beziehungsweise jetzt in dieser neuen Aufmachung noch nicht allzu lang. Ich habe hier die Farbe 03 Brunette Brown. Es ist schon dafür, dass ich vorpigmentierte Augenbrauen habe. Relativ intensiv, da meine Haare aber derzeit sehr dunkel sind, passt es wiederum sehr gut. Das ist eine Brow Mascara, die eben mit Farbe getränkt ist und die Härchen einfärbt. Gerade ich brauche jetzt nicht mit dem Stift nochmal die Konturen nachgehen und intensivieren. Dadurch, dass das Ganze eben bei mir permanent pigmentiert ist, wenn ich aber nochmal so ein Müh mehr möchte, nehme ich das hier. Und ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen soll, dass ich einfach absolutely in love bin. Es ist meiner Meinung nach tatsächlich, wenn ich das Brighten Up Banana Powder und die Foundation noch mit dazu nehmen darf, das beste Produkt, was es bei Essence gibt, die Lip Liner. Das sind einfach so schöne, erwachsene Farben. Ich habe hier die komplette Nude Range, die ich rauf und runter verwende. Ich kann euch nicht mal sagen, welchen ich davon am allerschönsten finde, weil sie eben lookabhängig immer passen. Das ist einmal die Farbe 01 Cinnamon Spice. Ist ein bisschen dunkler, super schön, um die Lippe zu betonen. Ich fülle damit die komplette Lippe aus und trage diesen Look unfassbar gerne. Sie sind minimal unterschiedlich. Der eine hat mehr eine Rosé-Note, das ist die Farbe Rosy Nude. Der andere ist ein bisschen wärmer, die Farbe Soft Beige. Liebe ich über alles. Und die Farbe 01 Cinnamon Spice ist ein bisschen dunkler für einen intensiveren Lippenlook, aber trotzdem noch erwachsen, gedeckt und nicht zu überladen. Ich liebe, liebe, liebe die Lip Liner. Und es gibt ja jetzt auch neu die Liquid Lipsticks dazu. Die sind mir persönlich aber schon zu intensiv. Die sind natürlich trotzdem unfassbar schön, haben auch eine tolle Haltbarkeit, aber ich liebe dieses Finish von diesen Liplinern umso mehr. Kann ich euch sehr empfehlen. Die sind ultra günstig. Ich glaube 1,79 oder so. Das ist ein Versuch wert. Solltest du diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann hol das sehr gerne hier an der Seite nach. Dann verpasst du keine Videos mehr von mir und bald gibt es auch ein kleines Live-Update und wir quatschen noch mal ein bisschen ausgiebiger. Also wenn du das nicht verpassen willst, dann hol das sehr gerne nach und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi!